Heute zeigen wir euch, wie wir die Bäckerschnitzel zugemacht haben. Neuen Video von uns. Heute zeigen wir euch, wie wir die sogenannten Bäckerschlitze zugemacht haben an unserem Bus. Die Bäckerschlitze sind diese Entlüftungen an den Seiten vom Bus. Im Prinzip ist Belüftung natürlich eine gute Sache, wenn man im Bus schlafen möchte, so wie wir das ja vorhaben. Aber wir haben ja mittlerweile zwei Fenster eingebaut, ein Seitenfenster und ein Dachfenster. Das heißt, darüber können wir lüften und diese schon vorher eingebauten Belüftungsteile von VW stehen auf der Innenseite des Busses ziemlich weit rein in den Raum und das hätte uns beim Ausbau einfach behindert. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, sie zuzumachen und die Belüftung rein über die Fenster zu machen. Außerdem hätten wir an den Stellen schlecht isolieren können. Und heute zeigen wir euch jetzt, wie wir von vorher zu nachher gekommen sind. Schritt 1, abschrauben oder so. Schritt Nummer 2, rausdrücken. Hallo. Noch im Auto. So sieht das gute Stück aus. Das hier ist die Außenseite, das hier ist die Innenseite. Die Außenseite wollen wir behalten, um das Loch zuzumachen und es sieht auch ganz schick aus. Und die Innenseite kommt ab, weil die stört uns, wenn wir da Schränke haben wollen. Wir können nicht ordentlich isolieren an der Stelle, das heißt, die hier kommt ab. So, das Ding ist hier nur an ein paar Stellen zusammengeklebt, gedrückt. Kann man relativ einfach auseinanderbrechen und dann hat man, tada, zwei Teile. Und dieses Außenteil werden wir jetzt weiterhin verwenden und das hier brauchen wir nicht mehr. So, damit wir auch die Innenseite bündig zumachen können, benutzen wir hier so ein Blech. Das passt da auch drüber. Wir müssen es nur zuschneiden, damit wir hier mit den Rundungen ordentlich hinkommen. Um das Blech ordentlich zuschneiden zu können, haben wir uns hier schon mal eine Schablone gebastelt. Die passt hier genau dran und darauf haben wir schon die Rundung hier von den Seiten übertragen und die Bohrlöcher, die wir ins Blech bohren müssen. Also geht's jetzt ans Sägen. So, unser Blech ist jetzt fertig zugesägt und die Bohrlöcher sind auch drin. Wir haben das gerade noch mal ein bisschen entgratet mit einer Metallfeile. Und bevor wir das jetzt einbauen, grundieren wir das noch mal mit Rostschutz und sprühen noch mal Klarlack drüber und lassen das ordentlich trocknen. Einfach der Sicherheit wegen, dass da nichts rostet. So, das ist jetzt das Außenteil und damit es auch ordentlich abschließt und wasserdicht ist, tun wir jetzt da Dekasil drauf. Gleich machen wir jetzt auf diesem Blech nochmal und genau. Auf beiden Seiten ist jetzt die Kassier dran. Anni hält jetzt das Außenteil von außen dran, dann halte ich das von innen dran und dann wird das Ganze miteinander verschraubt. Noch dran, an die Markierung möglichst. Das passt noch nicht.
Ich dachte, du hast dir diese Markierung gemacht dafür. Ja, so passt es. Ordentlich dran drücken. Jetzt hoffen, dass ich hier die Löcher finde. Nicht verrutschen. Gut dran drücken. Das ist die Außenseite. Man sieht, hier quillt ein bisschen das Dekassier raus, was auch gut ist, weil dann ist es dicht. Das machen wir jetzt mit ein bisschen Spüliwasser noch ordentlich und dann ist das auch schon fertig. Ja, das war's für heute dann auch schon. Eine etwas kürzere Episode wahrscheinlich. Beim nächsten Mal geht es dann noch um das Belüftungsloch im Boden. Damit haben wir schon angefangen, aber wir sind noch nicht ganz fertig geworden. Und dann geht es auch endlich an die Standheizung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob euer Bus, als ihr ihn gekauft hattet, vielleicht auch Belüftung an den Seiten hattet. Wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr sie drin gelassen habt, ob ihr sie auch zugemacht habt. Wir haben bisher nicht so viele Videos davon finden können. Also schreibt fleißig in die Kommentare. Wenn ihr kein neues Video mehr von uns verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall auf Abonnieren und auf die Glocke unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Sehen Sie hier Einspannermeister Andi. Das ist aber manchmal auch sehr schwierig, an das Loch zu kommen, wo man eigentlich hin möchte. Das ist alles nicht so einfach. Das ist im Leben eines Mannes. Was? Leben eines Mannes? Ja. Das ist manchmal nicht so einfach, an sein Loch zu kommen. That's what she said. Nee, what he said. Ach so, egal, Mann.